viel Fallschaden verloren hat und warten muss, bis er rackt. Deswegen ist jetzt mein Vorteil, dass ich hier so ein bisschen rushen kann. Und ich habe einfach mit einem halben Herz überlebt. Hey Leute, ich bin's Finn und willkommen zu einem weiteren Spielmodus auf dem Revinzeit-Server. Und heute gibt's jetzt mal den Jumpdown-Modus, der erst gestern neu rausgekommen ist. Und das Prinzip von dem Spielmodus ist eigentlich ganz simpel. Wir beginnen jetzt auf der ersten Map. Und ja, die ich muss kurz nachschauen, It's Me Mario. Es gibt drei Maps, die wir insgesamt spielen werden und es hat gerade ein bisschen geleckt. Und es ist jetzt so, dass man hier einfach versuchen muss, als erster ganz, ganz unten anzukommen. Und man bekommt hier natürlich nochmal Fallschaden und man muss halt immer schauen, auf welchen Block man jetzt genau springt. Wie viel Fallschaden will ich riskieren? Man kann sich auch gegenseitig boxen. Der ist gerade, glaube ich, gestorben und der ist ganz runtergeflogen. Und man sieht rechts im Scoreboard, wie weit halt derjenige Spieler noch von dem Boden entfernt ist. Und mal schauen, ob wir hier was reißen können. Wie gesagt, es sind drei Maps. Und jetzt gibt es auch noch einen anderen Spielmodus, der ja wirklich dem Spielmodus sehr ähnelt. Allerdings gibt es da so ein paar kleine Funktionen, die sich da unterscheiden. Und den zocken wir auch noch gleich. Und wir sind auf jeden Fall erster gerade in der Liste. Ich bin der genickte Premium-Spieler. Haben aber nicht mehr allzu viele Leben, aber ich denke, komm, das müssen wir schaffen für die erste Runde. Das wäre echt perfekt. Und ja, jetzt muss ich schauen, hier können wir lang, hier verlieren wir nicht allzu viel Fallschaden, aber das packen wir doch, oder? Komm, hier, hier und dann, nice, habe ich es auch schon direkt geschafft. Okay, Gewinner, Boy Sapling, okay. So, da gehen wir jetzt gleich zur zweiten Map, nächste Map LSD. Oh, ich glaube, ich weiß jetzt, was das für eine Map ist. Und zwar locker eine bunte Map. Wow, wer hätte es gedacht? Okay, die habe ich auch schon mal gezockt. Ja, man muss sich halt echt so auch so ein bisschen dran gewöhnen. Ich glaube, dass es hier nicht unbedingt bestimmte Wege geht, die man dann jetzt immer wieder geht und auswendig lernt. Sondern es ist einfach so, dass man ja random springt. Man muss halt schauen, welche Blöcke immer am nächsten von einem entfernt sind. Man muss manchmal ein bisschen überlegen. Hier zum Beispiel auf den springen. Auf dem verliert man keinen. Okay, doch, ein halbes Herz Fallschaden. Und so, wir sind jetzt gerade nicht so schnell, deswegen, wir müssen noch, komm, eine Runde gewinnen von drei, das wäre natürlich richtig nice. Und an sich macht der Spielmodus echt schon Bock. Get Down ist, ja, wie gesagt, ein kleiner Unterschied. Man kann sich ja schlagen und da gibt es zum Beispiel dann ja noch ein paar Features. Und jetzt habe ich einen Unlucky Block bekommen, Langsamkeit 2. Das macht jetzt aber eigentlich gar nichts aus. Es gibt auch verschiedene Blöcke hier, wo man halt Lucky oder Unlucky bekommt. Man kann drei Goldherzen dazu bekommen, also Absorption, dann Regeneration, Resistenz und halt, ja, zum Beispiel Langsamkeit. Und nein, hier boxt mich jemand. Oh nein, ich will jetzt nicht sterben. Und nice, den habe ich getötet. Okay, sehr schön. Wir sind Erster. Wir haben einen kleinen Abstand, man sieht es hier. Und ich darf mich jetzt nirgendwo anstoßen. Hier kann ich gut lang. Hier. Und dann sind wir echt schon fast am Boden. Da ist gerade wieder einer runtergeflogen. Also hier kann man auch echt oft sterben. Aber ich bin jetzt irgendwie kein einziges Mal gefällt. Und so. Nice. Da haben wir die zweite Runde auch geschafft. Sehr schön. Plus 5 Coins. Und die kann man dann auch später einsetzen. Das werdet ihr auch sehen. Jetzt kommt Unges Ökosystem. Okay, gut. Ich glaube, das ist eine Baum-Map oder eine Map, wo ein Baum ist. Nee, okay, das ist eine andere Map. Die habe ich noch nicht gezockt. Alles klar, nur ja, fast grüne Glasblöcke. Hier kann man drauf springen. Okay. So, da sind ein paar Blöcke. Die sieht man jetzt besonders gut, so Lucky oder Unlucky Blöcke. So, und wenn wir jetzt alle drei Runden gewinnen, das wäre halt echt extrem nice. Aber ich glaube, dass wir das nicht schaffen. Ich muss schauen. Das wäre natürlich extrem gut. So. Und man kann es eigentlich nicht so mit Jump'n'Run vergleichen. Klar, man muss die Blöcke auch treffen können. Aber ich glaube, dass es jetzt nicht so schwer geht. Man muss halt einfach schauen, wie man das halt mit dem Fallschaden verteilt. Man kann nicht einfach jetzt zum Beispiel auf den ganz unten hinspringen. Das geht nicht. Aber man muss halt schauen, okay, hier bekomme ich jetzt keinen Fallschaden. Und jetzt kann ich erst jetzt auf den Block springen. Und dann muss man halt umso länger warten, wenn man halt echt mal so einfach 10 Blöcke runterspringt. Dann muss man natürlich warten, bis man rackt. Und nein, das war jetzt fail. Ich wollte eigentlich auf den Block um den Jump'n'Run, um den Lucky Block zu bekommen, nicht Jump'n'Run Part, wollte ich gerade sagen. Okay, gut, wo gehe ich jetzt drauf? Ich warte vielleicht ein bisschen, aber ich springe jetzt erstmal hier hin. Das schaffe ich noch. Okay, so, dann kann ich auf den gehen. Auf den, da bekomme ich keinen Fallschaden. Jetzt ist die Frage, oh Gott, was mache ich jetzt? So, ich gehe hier hin. Okay, ja, stimmt, hier gibt es einen guten Platz.
dann hier, hier auf den und jetzt muss ich eigentlich fast nur noch warten, bis ich rack und dann kann ich auch schon direkt hier runterspringen. Schaffe ich das auch so? Ich glaube hier, jawohl. Und das habe ich auch so geschafft, sehr schön. Da haben wir jetzt alle drei Runden gewonnen und dann ja, endet jetzt auch die Runde und wir haben 50 Coins und hier steht jetzt auch der erste, zweite und dritte Platz und ja, der ist auf jeden Fall der No-Name, soll es glaube ich heißen. Ja, okay, gut, das backt anscheinend noch ein bisschen rum, normalerweise wäre halt ich auf Platz 1, schätze ich mal, und okay, vielleicht backt es nur, hey, das, ach, ist eigentlich einfach ein komischer Bug, okay, lassen wir das sein. Und dann geht's auch schon los und ja, wir zocken jetzt die drei Maps, die man hier gerade gesehen hat und wir springen jetzt hier auch gleich runter und ja, hier hat sich wie gesagt nicht viel verändert, außer dass man hier jetzt einen Shop hat. Man bekommt ja auch Coins, wenn man zum Beispiel gewinnt. Es gibt jetzt hier auch statt dem normalen Jumpdown, das ist hier jetzt Getdown, so wie das heißt, Coinsblöcke, wo man halt einfach Coins, wie der Name schon sagt, bekommt. Und das ist jetzt nicht allzu spektakulär, aber von denen kann man einfach in dem Getdown-Shop hier, den man dann am Ende von der Runde hat, Sachen kaufen, wie zum Beispiel Rüstung, eine Dierrüstung, Eisenschwerter, Diaschwerter, Holzschwerter, alles mögliche, auch ein Bogen, der meiner Meinung nach ziemlich, ziemlich OP ist. Und dann kann man halt die Spieler so besser abschießen. Aber ich ja, finde da oder sehe da keinen großen Unterschied zwischen den zwei Spielen. Vor allem, weil man sich hier eh fast nie irgendwie runterschlägt. Also ich wurde jetzt gar nicht, habt ihr gerade gesehen, in den drei Runden geschlagen. Ich wurde einmal geschlagen, aber nicht getötet. Und das passiert eigentlich echt nicht oft. Klar, wenn man einen Bogen hat und auch ein paar Pfeile dafür kauft, das geht halt alles mit Coins, die man sich in-game spielen kann, dann kann das echt schon OP sein. Wenn zum Beispiel einer ganz unten ist, schaut man, okay, wo ist denn der? Dann schießt man den vielleicht ab und da ist einer ziemlich, ziemlich nah dran. Ich bin jetzt, okay, ja, die haben es gleich geschafft, glaube ich. Ja, und er hat es geschafft, okay. Aber wir waren auch nicht schlecht dabei. Die erste Runde haben wir schon mal nicht. Aber gut, die nächste Map ist LSD. Das ist auch wieder eine richtig gute Map. Und dann geht es jetzt auch schon los. Und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Spielmodus findet. Den gab es ja auch schon vorher mal auf einem anderen Server. Und ja, anscheinend haben sich die Server zusammengesetzt halt mit dem Revinzeit-Server und haben den Spielmodus jetzt hier auch veröffentlicht, auch noch ein paar Sachen verändert und ich bin schon ganz gut mit dabei, ein halbes Herz verloren. So, hier bekommen wir keinen Fallschaden, hier auch nicht und okay, gut, ich bin jetzt momentan Zweiter, das sieht doch schon mal ganz gut aus, ich höre hier die ganze Zeit Leute Fallschaden bekommen und hier ist ein Block, aber ich habe leider Unlucky bekommen, nee, das kann es doch nicht sein und nein, komm schon, ich habe Langsamkeit und zum Glück habe ich den bekommen, okay, das war jetzt echt blöd. So, hier, jetzt haben wir wieder Schnelligkeit oder ganz normale Geschwindigkeit eher gesagt. Aber ich bin dem knapp auf den Fersen, dem ersten Platz. So, okay, gut. Und jetzt hier lang, wir haben noch viele Herzen, vielleicht muss der zum Beispiel jetzt warten. Halt ganz unten, weil er viel Fallschaden verloren hat und warten muss, bis er rackt. Deswegen ist jetzt mein Vorteil, dass ich hier so ein bisschen rushen kann. Und ich habe einfach mit einem halben Herz überlebt. Alter, ich habe jetzt gedacht, oh nee, das war's für mich. Und ich habe es einfach geschafft. Sehr schön. Okay, gut, eine Runde haben wir gewonnen. Mal schauen, ob wir die zweite jetzt auch noch holen. Und man sieht hier halt echt richtig, richtig viele Tode. Die haben immer eine andere Nachricht, was auch cool gemacht ist. Und die Map habe ich jetzt auch noch nicht gezockt. Und das ist jetzt so eine andere. Okay, dann geht's hier lang. Und mal schauen. So, gut. Ja, wie soll ich das jetzt hier machen? Ich gehe einfach mal hier drauf. Jetzt war ich natürlich echt... Okay, das war jetzt viel Schaden verloren. Gut, jetzt bin ich, glaube ich, auch mal gestorben. Und nein, das war jetzt komplett fail. Oh, Leute. Aber es sind die meisten noch echt nicht so weit. Ich bin jetzt bei... Okay, minus 145. Da bin ich doch schon ein bisschen weiter weg. So, den habe ich zum Glück geschafft. Dann hier runter. Okay, aber habe auch Fallschaden bekommen. Und den können wir doch direkt mal töten. Hier, komm, du fliegst jetzt hier erstmal runter. Und, nein, ich auch. Okay, das war jetzt blöd. Wenn ich jetzt einen Pfeil und Bogen hätte, den man sich dann kaufen kann, ja, geht das natürlich ein bisschen leichter. Deswegen ist er auch so OP. Und da ist runtergeflogen irgendwie. Okay, ich wollte ihn jetzt eigentlich runterboxen. Okay, das ist anscheinend die falsche Stelle. Die Runde läuft jetzt nicht so gut. Es gibt zum Beispiel auch eine Map, wo ein riesiger Baum ist. Und die, ja, ist jetzt auch... Also da gibt es halt auch ein paar Wege, die zum Ziel runterführen oder zum Boden eher gesagt.
Und ich glaube, da verfolgt mich einer. Aber ich springe jetzt einfach mal runter. Okay, das sind zwei. Der eine ist gestorben. Okay, und hier bitte ist Regeneration. Ich bekomme einfach immer unlucky. Also ich habe das Gefühl, dass die das so eingestellt haben, dass man mehr unlucky statt lucky bekommt. Aber gut, so, das sind jetzt auch zum Beispiel Coin-Blöcke. Und der eine hat jetzt schon gewonnen. Wir waren jetzt nicht so gut in dieser Runde, aber das war's auf jeden Fall. Hier ist der Get-Down-Shop und hier kann man sich halt Sachen kaufen. Und okay, gut. Ich habe mich gerade eben schon gewundert, warum ich keinen Bogen habe. Aber okay, den Bogen gibt es immer noch. Also man kann sich hier Sachen kaufen, die man dann halt auch enchanten kann auf verschiedenen Stufen. Aber der Bogen, den habe ich mir jetzt gekauft und irgendwie war der nicht in der Runde drin. Also eigentlich habe ich mir schon vorhin eingekauft, aber gut. Auf jeden Fall gibt es hier den Shop mit verschiedenen Items. Auf jeden Fall richtig cool. Und das war's zu dem neuen Spielmodus auf dem Revinside-Server. Falls es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!